Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, diesem wunderschönen Tage. Es ist wieder soweit. Nachdem sein PC in Flammen gestanden hat, sein Vater ihn mehrfach geschlagen und vertrieben hat, seine Schwester versucht hat, ihm das Leben zu nehmen und nachdem sein Haus mehrfach gebrannt hat, Escation ist zurück. Können wir mal anfangen? Was machen wir heute? Hey, warte mal. Wieso sehe ich deinen Namen nicht? Tobi, Bug. Weil wir im... Das ist ein Bug. Tobi, wir landen jetzt erstmal in Tilted. Leute, wir haben heute was Geistkrankes vor. Erstmal müssten wir eigentlich ein bisschen Platz schaffen. Ich würde sagen, dafür gehen wir erstmal durch Tilted durch, nehmen uns sämtliche Sachen mit, die wir brauchen. Wir brauchen Jumppads, wir brauchen eine Menge Materialien und verziehen uns dann rüber zu Loot Lake und können dann da alles bauen, was wir wollen. Denn ich habe heute vor, meine Freunde, die erste Strecke zu bauen für Shopping Carts mit einem funktionierenden Looping drin. Beziehungsweise, ich habe ihr da was ausgedacht. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, aber ich habe in meinem Kopf sollte es eigentlich klappen mit den Jump-Pads. Ich habe auf jeden Fall vor, eine riesige Rennstrecke zu bauen, Leute, wo Tobi und ich dann quasi ein kleines Shopping-Cart-Rennen fahren. Es gibt ja die Möglichkeit, sich mit der Minigun zu boosten mit den Shopping-Carts, wenn man die Minigun auf den Boden schießen lässt. Das kann ich euch gleich auch mal zeigen. Ich würde sagen, das machen wir erstmal, bauen eine kleine Rampe und ich zeige euch dann mal ganz kurz, wie ich das meine. Und dann, Leute, geht es richtig los und wir bauen diese wunderschöne Looping-Strecke mit ein paar Jump-Pads. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Jump-Pads dafür und ich würde sagen, auf geht's. Lieber Tobi. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Tobi, wir sind komplett alleine, wir müssen uns diesmal nicht gegenseitig umbringen. Das wäre sehr schön, wenn wir es einfach lassen würden an der Stelle. Das ist schon mal sehr gut. Ich gucke direkt mal, ob ich hier irgendwo auch noch welche finde. Eigentlich brauchen wir echt nur Jump-Pads und eine Menge Materialien. Material ist gar nicht das Problem. Eigentlich geht es wirklich nur um die Jump-Pads tatsächlich. Tobi, hier sind keine Gegner, wir sind komplett alleine. Hast du schon eine Minigun gefunden, Tobi? Weil die bräuchten wir nämlich auch auf jeden Fall. Wir brauchen eine Minigun. C4 ist schon mal gar nicht so verkehrt. Damit können wir auf jeden Fall ein bisschen Platz schaffen. Machen wir gleich. Ich brauche aber jetzt erstmal, wie gesagt, eine Minigun und am allerwichtigsten eine wunderschöne Ladung. Dicke Jump-Pads. Deshalb würde ich sagen, öffnen wir erstmal alle Kisten hier in Tilted und hoffen dann, dass wir die hier irgendwo bekommen. Vielleicht haben wir Glück und die gibt es an einem Automaten. Das wäre an der Stelle eigentlich am besten. Das wäre natürlich cool eigentlich. Ich finde wirklich legit einfach nichts. Spawn die irgendwo anders? Mehr als hier? Nein, eigentlich ne? Ist Tilted halt der beste Platz zum Looten. Main Tower war ich überall. Ja, okay, lass mal wieder rüber nach Loot Lake direkt gehen, Alter. Es ist hier so seltsam. Warte, da sind oft so diese. Zwei Lamas im See. Wo denn? Drei Lamas im See. Echt jetzt? Lol. Ist da was drin gewesen bei dir? Nö. Ich habe noch nie drei Lamas auf einem Fleck gesehen. Vier, da hinten ist auch noch eins. Fünf, hier ist noch acht. Digga, hier sind so viele Lamas. Ich hab diese Jump-Dinger. Wie viele? Vier Stück. Drei. Hab noch welche. Kannst du mir schon mal diese komischen Dinger hier lassen? Diese Jump-Pads? Bitte schön, 12 Stück. Okay, das ist schon mal nicht verkehrt. Damit können wir auf jeden Fall schon mal arbeiten. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Also, hier die Rampe soll am besten von da oben kommen. Ja, oder man fährt dann von ganz oben runter. Wir können es erstmal so machen. Wir machen es erstmal so, dass wir von ganz oben runterfahren. Dann müssen wir es erstmal ohne Minigun machen. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Der Looping soll quasi so, so und so. Okay, das kriegen wir hin. Ich weiß schon, wie ich es mache. Ich hoffe mal, das funktioniert mit dem Einkaufswagen, Leute. Ich habe mehrere Videos gesehen, die quasi ein Looping gebaut haben, wo es nicht funktioniert hat. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es mit der Taktik, die ich jetzt hier gerade ausprobieren möchte, ganz eventuell vielleicht sogar doch funktionieren könnte. Aber ich kann es dir garantieren. Könnte. Ich hole mir schon mal ein Shopping-Cart, okay? Ja, mach das mal. So. Das heißt, man fährt quasi so. Das klappt. Okay, das klappt schon mal. Nice. Der Looping funktioniert auf jeden Fall schon mal, Tobi. Geil. Ich würde sagen, wir testen es jetzt direkt mal, ob das auch mit Shopping-Cart funktioniert. Weil, ich meine, klar, an der Decke langfahren ist halt sehr, sehr schwierig, Leute. Okay, Leute. Ich würde sagen, let's go. Bin gespannt, ob das funktioniert. Bin richtig gespannt, ob das funktioniert. Oh. Und hoch auf den anderen. Was war? Okay, in der Theorie hat das ja eigentlich ganz gut funktioniert, oder? Ich fahr mal alleine, dann kannst du zugucken, okay? Zack, zack. Au. Aber es funktioniert! Boah, Digga, voll der Freestyle hier. Was? Yo! Ich mach immer voll die Backflip. Nein, der Einkaufswagen. Baby! Aua! Wir müssen die Treppe hier oben wegmachen irgendwie. Welche? Weißt du, was ich mein? Die hier. Wo eigentlich der Looping sein sollte, die hier. Komm, dann fliege ich jetzt so. Zack. Jetzt fliege ich hier durch dieses Loch und dann geht's weiter. Achtung! Da kommt der. Oh. Ja. Okay, es muss eine halbe Wand sein. Es muss eine halbe Wand sein. Ja, ich bin der Looping gefahren! Das hat genau geklappt. Ich wäre dann auch genau auf dem anderen Ding gelandet. Hast du gemerkt? Ja. Yeah! Oh, du hast genug. Ja. Yeah!
Okay, ich lande genau hier. Ich kann hier eine machen, dann hier eins dran, oder? Geht es? Dass ich quasi nach vorne katapultiert werde. Ja, auch noch so eins seitlich machen, dass wir quasi mal dreidimensional. Ja, genau, ich will mal nach rechts und links, ja, quasi, ja. Weißt du, so hin und her bouncen. Ja, Mann. 20 Minuten später. Versuch Nummer 50. Okay. Ja. Ja. Ja, oh ja, der ist gut. Der ist gut. Meinst du? Okay, jetzt kommt wieder der komische Backflip. Yes. Digga. Hä, es ist so unberechenbar, ne? Wir haben noch 7 Minuten, noch 10 Minuten Zeit, Leute. Also das Research hier ist echt anstrengend. Hier schießt jemand auf mich. Hier ist ein Gegner bei uns. Ich ignoriere ihn. Das ist ja wie bei, kennst du Tomb Raider, Lara Croft? Wenn so diese Wand zugeht. Okay, fahr. Oh Gott. Risky, cause I like the feeling. Oh mein Gott! Oh! Was? Einfach, es geht. Ich war bloß nicht schnell genug. LOL! Was? Alter! Yo! Oh fuck! Ey, das sah so episch aus von vorne. Okay, Leute. Ich würde sagen, ja, wir haben auf jeden Fall gerade eine richtig geile Zeit gehabt. Wir haben auf jeden Fall einiges ausprobiert. Ich würde sagen, wir wissen jetzt, wie der Looping funktioniert. Wir wissen jetzt, wie wir das mit den Fallen machen. Und wir sehen uns dann gleich einfach im Livestream wieder. Wir haben dann noch eine Stunde mehr Zeit zum Rumexperimentieren. Und ich würde sagen, bis gleich. Auf Wiedersehen. So, Kinders, wir sehen euch im Livestream. Ja, wir sind gerade live. Ihr seht das an einem veränderten Interface. Also, wir haben 15 Bounce Pads gefunden. Tobi hat nochmal, wie viel hast du? 12. Wir haben 15. Den perfekten... Oh, nice, Digga. Oh mein Gott, 30 Bounce Pads. Das läuft auf jeden Fall schon mal bedeutend besser als eben. Ich würde fast schon sagen, wir sind soweit bereit und können jetzt gleich schon den ersten Testrun wagen. Okay. Okay, ready? 3, 2, 1 und go. Oh Gott. Okay, Testrun Nummer 1. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt kommen die Fallen, Ah! Oh! Okay, das hat sehr gut funktioniert. Ist zu steil hier. Ja, ist zu krass? Aber man kann ja noch weiterfahren hier. Okay. Ja, hier müsste jetzt eigentlich der Looping kommen, ne? Okay, ich hab ne Idee, Wir haben genügend Bounce-Pads, Tobi. Hiernach kommt jetzt ein Turm mit Bounce-Pads, wo man hochtransportiert, wie in einem Aufzug, okay? Boah. Ja, wie macht man das am besten? Dumm, hin und her, links und rechts, oder wie ist das am besten, Tobi? Wir könnten so machen, guck mal, dass wir hier hinten quasi das erste machen und dann geht's immer höher da. Warte, dann müssen wir hier eine Wand, alles geht jetzt noch nicht ganz. Die muss weg. Meinst du so? Ja, genau. Wenn das nämlich jetzt funktioniert, können wir uns damit erstmal hochtransportieren. Okay, es funktioniert. Hat das geklappt? Ja. Okay, dann können wir uns damit nämlich erstmal hochtransportieren, Digga. Hey, das kann ja nicht werden, Leute. Das wird genial, wird das einfach. Fahr mal rein. Das wird safe nicht funktionieren. Auf. Der geht nicht, aber jetzt jumpen wir hier hin. Dann jumpen wir hoch. Guck mal, jetzt jumpen wir hier hin. Dann jumpen wir hier hoch. Oh, ach, du hast die Wand vergessen. Also danach würde ich halt sagen, geht's nochmal straight up richtig krank runter und dann bauen wir halt den Looping. Da müssen wir uns halt echt mal was überlegen, wie wir den machen. Genau, und dann würde ich halt sagen, hier wieder runter, oder? Ja. Dann kann nämlich hier halt der Looping kommen. Ey, das wird funktionieren, das wird funktionieren. Ich habe so eine gute Idee, pass auf. Guck mal, hier, weil so werden wir dann auf die andere Seite geschleudert, weißt du, was ich meine? Und dann, wir fahren hier hoch. Ja. Und dann haut es uns so seitlich hier rüber. Guck, jetzt sind wir hier dann. Nee, mach das hier nochmal weg, Gefällt mir nicht. Nein, das ist eine gute Idee. Nein, das gefällt mir nicht, ich spreng das jetzt. Nein, hör auf. Also, hör auf, lass mich leben, Tobi. Hör auf. Ich wusste nicht, dass das so stark ist. Ich wusste es nicht. Mach Looping jetzt. Meine war so gut. Hast du? Mhm. Du warst schon besser eigentlich. Wenn du jetzt genau hier landest, geht's. Ja, warte, machen wir es einfach so, schau mal. Ja, ich weiß, was du machen willst. So. Weißt du? Ja. Okay, das ist aber schon mal ganz nice. Wir haben theoretisch ja doch ein Looping drin, ne? Also, ja, es ist ja ein Looping. Eigentlich ist es ja ein Looping, so. Das ist halt nur nicht hundertprozentig. Leute, Testlauf für die erste Fortnite-Strecke mit Looping. Aua. Okay. 3, 2, 1 und go! Oh, shit! Oh mein Gott, sind wir schnell! Oh mein Gott! Achtung, in die Fallen! Oh! Okay, weiter. Gib Gas. Und runter. In den Aufzug rein. Okay. Und hoch, in den Aufzug. Ja, lol. Alter, okay, nice. Lol, okay, Wo ist das Kart? Alter, es hat ja super geil geklappt. Da war sicherlich kein Schnitt dazwischen, Alter. Oh mein Gott. Okay, in den Looping. Okay, nice, der Looping hat funktioniert. Okay, warte, jetzt die Jumpschrecke, das ist der schwerste Teil. Egal, ich saufe mir dabei ein, Alter, alles gut. Okay, nice, weiter so. Ja, Mann. Oh ja, Alter. Okay, nice, jetzt rechts um die Kurve. Jetzt da vorne rechts gegenfahren. Fahr dagegen, Mann.
Fahr dagegen! Rückwärts! Ja, Mann! Okay, geradeaus, geradeaus. Jetzt den Berg hoch. Was? Was? Hey, das hat einfach funktioniert, dieser Schatthaufen. Wie hat das funktioniert? Ey. Sag's mir. Der Aufzug hätte auch funktioniert. Der Aufzug. An dir. Wenn wir als Maul. Okay, ich glaube, jetzt ist RIP. Jetzt ist RIP. Ja, da unten ist RIP. Uns haut's voll in die Treppe. Warte. Ich geh nochmal runter und reparier das. Okay, bleib hier oben. Okay. Oh Gott. Jetzt kommen die Fallen. Ja! Oh! Was? Oh! Geiles Ende, was? Mein Gott, okay Leute, schaut euch nochmal ganz kurz von oben an, was wir hier gebaut haben. Leute, da ist ein Transformer dabei im Berg. Es hat halbwegs funktioniert. Die krankste Strecke mit Looping drin, Leute. Mit Looping drin. Einfach nur unfassbar. Einfach nur geil. Einfach nur extrem geil. Extrem, extrem, extrem geil. An die Leute, die nicht gerade im Stream sind, Leute, das Video endet hier. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut regelmäßig bei den Streams vorbei. Das war's. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Extrem, extrem nice Kacke. Der Looping ist auf jeden Fall auch gar nicht so weg gewesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Tschüss.